Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ich hoffe, dass alles mit der Tonaufnahme so klappt, wie ich das möchte. Ich entschuldige mich nochmal für den Fail in den letzten, vorletzten kleinen Pack mit den drei Folgen. Das sollte jetzt hoffentlich alles gut sein. Wir kümmern uns heute um Major Bob. Diesen Strauch könnte man mit einem Gezielschnitt aus dem Weg räumen. Möchtest du dein Partner die Gabe die Ballschnitt einsetzen? Ja, machen wir doch. Oh, bye-bye, Strauch. Das war's. Wir können also quasi jetzt ungetrost werden. Fabelhaft. Der Partner hat den Strauch mit einem Streich entfernt. Der Weg zur Arena steht euch nun offen und du darfst dich nun offiziell an ihr versuchen. Ich werde drin auf dich warten. Ich hoffe, dass das jetzt tatsächlich die einzige kleine Prüfung war. Yeah, eine ganz coole Arena. Ich werde euch auch gleich erklären, was die Sache ist oder wie das Ganze hier abläuft. Oder er macht das gleich. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, er macht das sogar. Also, nicht so schnell zukünftiger Schimmel. Wie geht's, wie steht's? Der knallharte Arena-Leiter Major Bob weiß, wie Elektro-Pokémon geschickt einzusetzen. Flug- und Wasser-Pokémon haben gegen sie schlechte Karten. Pass auf, dass seine Pokémon nicht paralysiert werden. Major Bob ist außerdem sehr vorsichtig. Es ist gar nicht so leicht, an ihn ranzukommen. Ja, okay, erklärt es nicht. Ihr seht die ganzen Tonnen hier auf dem Boden. In zwei dieser Tonnen ist ein Schalter versteckt. Für den Mann in den ersten ist der zweite Schalter unmittelbar daneben. Egal in welcher Richtung. Es kann oben sein, es kann unten sein, es kann rechts sein, es kann links sein. Ja, wir meinen natürlich diese Trainer hier noch dabei. Erst dann öffnet sich diese elektrische Barriere, die ihr da quasi so ein bisschen im Hintergrund flackern seht. Und dann können wir erst zum Arena-Leiter. Ich denke, soweit ist alles verstanden. Wie gesagt, diese Arena ist eine Elektro-Pokémon-Arena. Das heißt, wir haben uns am Vulkano einen kleinen Vorteil, weil wir Schaufler beherrschen. Ist natürlich keine Garantie, da ich keinen Boden-Pokémon im Team besitze. Ich weiß noch nicht, ob wir überhaupt eins nehmen werden. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege nämlich tatsächlich sogar noch, ob ich nicht Nidoking ins Team ziehen oder Nidoqueen ins Team ziehen soll. Ich weiß es aber noch nicht genau. Wenn ihr da Bock drauf habt, natürlich könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht seid ihr quasi dann mein sechstes Teammitglied, wenn ihr da fleißig kommentiert. Gut. Also ich habe ja gesagt, dass ich Abonnenten tatsächlich belohne für viele Mitmachen. Die fünf, die bisher dabei sind, die sind ja, die fünf Teammitglieder, die nach der die schon einen Spitznamen haben, das sind drei Abonnenten von mir. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Arena von Orania City. Hier ist bloß nichts. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ich werde es übrigens nicht jetzt ewig kommentieren. Ich will erstmal den ersten Rotabfall. Ich muss jetzt gerade nur den ersten Schalter finden. Und dann finde ich den. Dann ist der zweite, wie gesagt, unmittelbar daneben. Aber da ist noch ein Trainer dabei. Oder soll ich. Nee, ich mache jetzt die Trainer. Komm, ich mache jetzt mal die Trainer fertig. Dann brauche ich nicht ewig noch einen Schalter suchen. Das glaube ich am einfachsten. Du fängst mit deinem Pikachu an, mein Freund. Ich muss mal bei der Uhr gucken. Ich muss nämlich nachher nochmal weg um 3 Uhr. Wir haben jetzt mittlerweile kurz auf 12. So. Ich habe das Pikachu natürlich dabei. Als mein stärkstes Pokémon. Oh, tschüss, Pikachu. Gegen den Volltreffer keinen Hau, eigentlich einen Hau einer Chance. Ich habe wieder nur 5 Pokémon im Team. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Matrosen hier. Den mache ich mal kurz auch noch zu Kleinholz. Na, Major Bob sieht schon so fies aus, aber es ist tatsächlich mein Lieblingscharakter gewesen. Aus den diversen Pokémon-Teilen. So, dann haben wir hier ein Magnetilo. Warum der auf Kopflos geht, verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Ich wollte eigentlich doppelt gehen. Ist aber egal, das Magnetilo ist trotzdem eine Geschichte. Dann haben wir den jetzt auch besiegt und jetzt holen wir uns den Rockstar hier noch.
Muskelkraft ist zwar nicht meine Stärke, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Damit habe ich immer meinen Platz hier gesichert. Ich glaube, ist das ein Rocker? Er hat ein Mikrofon. Er macht auch nur Scooter. Elektromusikkaiser. Und der kommt mit einem Voltoball. Es gibt ja nur diese Kanto-Pokémon, also keine zweite, dritte, vierte Generation. Und es gibt auch keine, wie früher, keine Fähigkeiten. Also Pikachu hat keine Statik. So, dann geht es jetzt mit Pikachu. Und der Kopf muss weiter. Und Voltoball ist zurückgeschreckt. Es kann also nicht angreifen. Der letzte Trainer vor Major Bob. Aber danach stehen ja noch die Barrieren an. So, einmal noch Voltoball. Und dann ist das Thema gegessen. So, du auch nochmal schnell den Kopfnuss hinterher. Und er setzt Sternschauer ein. Den Gelb ist ein Volltreffer. Aber dann ist das Thema gegessen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, damit ist das Thema erledigt. Wir dürfen jetzt weiter mit ihm suchen. Na sowas. Im Abfall haben wir einen Schalter. Du betätigst ihn. Und damit ist der erste Stromkreis schon mal geöffnet. Und wir müssen jetzt den zweiten noch finden. Ich vermute... Oh, gib mir den. Gib mir den Weg. Das könnte der zweite hier sein. Nee. Ist ja blauer. Also muss der... Kann er da auch nur... Jawohl, ich habe den zweiten gefunden. Und zwar auf Anhieb. Wunderbar. Und damit können wir durchgehen zu Major Bob. Und können uns jetzt Arenaleiter Nummer 2 widmen. Willkommen in der Arena von Orania City, Recruit. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling, wie will du? Will den Major herausfordern? Du hast ganz schön Mut, mit einem halbgaren Team hier gegen mich kämpfen zu wollen. Pokémon-Kämpfe sind nicht für Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Recruit. Ja, normalerweise erzählt er noch ein bisschen was dabei, also dass seine Pokémon-Gegner paralysiert haben auf seinen Streifzügen durch das Land. Das hat er jetzt noch nicht wirklich erzählt. Aber er fängt an. Er wollte mal und er hat ein Pokémon, was auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich sein wird. Ja, das wird nicht ohne werden. Schauen wir mal. Wir greifen natürlich mit voller Lotte an. Ich will diesen Arena leider so schnell wie möglich down kriegen. Und da irgendwie groß Gefahr heraufzuhören. Oh, er fängt an mit einem. Oh, der sitzt nur noch Blitz ein. Das Voltoball ist übrigens schon Level 25, also das wird definitiv kein Zuckerschlecken werden und wir verlieren unser Fukano. Ich sag ja, das ist definitiv eine harte Nuss, dieser Typ, Alter. Der ist, ich vermute, dass es mit einer der schwersten Arena-Leiter überhaupt ist, wenn man kein Boden-Pokémon besitzt. Eben Bianca aus Pokémon Gold, Silber, Hardgold und Soul Silver. So, dann schlafen wir erstmal, dieses kleine Voltoball mal ein und wir setzen den Kopfnuss hinterher. Wir brauchen uns gar nicht einschläfern, es ist down. Und er setzt Magnetilo ein, das ist natürlich jetzt blöd, dass wir natürlich jetzt schon keinen unser Dings verloren haben. Ich vermute, dass es nicht funktionieren wird. Aber ich vermute, dass wir mit dem Doppelkick tatsächlich die Möglichkeit haben, den down zu kriegen. Also wie gesagt, das nächste Pokémon wird eine harte Nuss werden. Das wird eine richtig harte Nuss werden. Ja. Wir schläfern es mal ein. Gute Nacht, Magnetido. Das gleiche Spielchen möchte ich gegen seine Weiterentwicklung, das nächste Pokémon spielen. Oh, Egelsam. Und dann rasieren wir es mit Doppelkick und dann ist es down. Das war Pokémon Nummer 2 von ihm. Von unserem Major Bob.
Er hat nämlich einen Raichu. Eines meiner Lieblings-Pokémon neben Durak tatsächlich. So, wir spielen das Spielchen mit dem Schlafbruder mal nochmal. Warte mal, kann ich noch direkt so... Ne, ich kann es nicht, ne? Ich glaube, ich kann es nicht mit der Donne. Ja, wir werden jetzt einschläfern. Raichu, krieg ich aber einen drauf, komm. Donner Blitz setzt er ein. Das dürfte gegen Novi nicht wirklich effektiv sein. Zieht ihn trotzdem auch schon ein bisschen, oh, ein bisschen Volltreffer. Dann, die legt dich mal eine Runde schlafen, gutes Raichu. Und Egelbar. Und dann arbeiten wir dieses Raichu jetzt mal kurz eben zu. Wunderbar, das Thema hat sich erledigt. Ich denke, Raichu wird jetzt down sein. Jetzt kriege ich jetzt auch ein paar Pflanzen davor. Verliert zumindest noch. Es verliert sogar die entscheidenden KP. Und damit ist Raichu down. Dankeschön, Pikachu. Dankeschön, Bisaknaus, dass ihr uns das mal kurz eben erledigt habt. Zur Belohnung gibt es 24 für Bisaknaus. Bis dann nur noch 8 Level, dann habe ich einen Bisaflor. Super Level, Golbat Level 23 und wir haben Major Bob tatsächlich besiegt. Ah, verdammt! Ausgezeichnete Arbeit, Rekrut. Für deine Leistung verleihe ich hier mit den Donnern. Stillgestanden! Du hältst den Donnerorden von Major Bob. Es war meine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier mit auf den Weg. Ein Autogramm von Major Bob. Wenn nicht? Nicht ganz das, was du erwartet hast, hm? Da, keine Sorge, das ist noch nicht alles. Und die TM 36 hinterher. Brauchen wir aber nicht. Bring dir dein Pokémon bei und wird dir die Mission gelingen. Verstanden, Rekrut. Ja, cooler Kerl, auf jeden Fall. Doch. So, dann haben wir das soweit auch erledigt. Dann haben wir den guten Major Gap. Und. Ja, bitte. So, und dann können wir tatsächlich jetzt langsam wieder aufmachen Richtung. Ach, guck mal, Misty. Hallo, du. Wow, du hast echt manchmal Bob besiegt. Reife Leistung. Du lässt nichts anderes, was? Dann hast du dir auch einen Päuschen verdient. Cool. Ich wollte eigentlich tatsächlich direkt ins Pokémon-Center. Warum ich nicht in der Arena bin? Ach, ich dachte mir, ich schwimme mal wieder ins Meer raus. Manchmal wird mein kleines Schwimmer einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiten See um mich spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist hier zufällig auf dem Weg in die Diktahöhle. Die liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Klar. Achso, ja, stimmt. Das müssen wir auch noch machen, ne? Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Dann machen wir das noch dem Part hier. Da werden wir. Das ist die Diktahöhle. Sie heißt so, weil sie von Dicta begraben wurde. So, ich mache mich auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest hier vielen, vielen tollen Pokémon. Stimmt, das müssen Diktahöhle. Das habe ich irgendwie ein bisschen verschwitzt gerade so die letzten. Jetzt machen wir tatsächlich noch ein bisschen. So, dann arbeiten wir uns durch. Boah, ich bin gestern schön gestochen worden. Das juckt eigentlich gerade so ein bisschen. Da ist ein Dicta. Oh, Batterieleistung ist nach. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich muss die Tage jetzt. Ich muss jetzt irgendwann die Batterie immer ein bisschen aufladen an meiner Konsole selber. So. Dicta ist gefangen. Wir haben ein neues Teammitglied. Bzw. nicht ein neues Teammitglied, sondern einen neuen Eintrag. Gut, dann werde ich mir tatsächlich echt das Nidoking ins Team ziehen. Dann haben wir nämlich noch ein Boden-Pokémon. Dann sind wir nämlich auch komplett auf der sicheren Seite. So ist ein großes Ding da. Ah, ja, leck mich doch.
Oh, ein großartiger Wurf. Jawohl. Stimmt, wir müssen uns die nächste VM noch abholen. Nämlich Blitz, damit wir nicht in die nächste Höhle kommen. Die wahrscheinlich in der übernächsten Folge der Fall sein wird. Level 29 für Pikachu. Ja, mit Abstand ist das gerade das stärkste Pokémon im Feld. So, es fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Dick-Dri. Dann haben wir alles. Ich glaube, Dick-Dri müsste es auch hier in der Höhle geben. Das ist noch ein guter Wurf, aber immerhin. Jetzt müsste sogar Fangserie Nummer 3 geben. Oh, Dick-Dri möchte... Dick-Da möchte nicht gefangen werden. So, nochmal. Erledigt. Dann haben wir nochmal eine 21 für Miguel, also Fukano. Wir können ja bald zu Arcani entwickeln. Ich muss mich tatsächlich mal nachher erkundigen auf Screen, wann Fukano die letzten Attacken lernt. Damit ich weiß ungefähr, wann ich den Feuerstein einsetzen kann. So, haben wir das, glaube ich, auch. Da oben ist so ein kleiner, ein anderes Stick da, ein winziges, glaube ich. Oh, kein großartiger oder sonst irgendwas. Aber wir haben es tatsächlich jetzt geholt. Wir müssen aber die Fangserie von 4 haben mittlerweile, ne? Ja. So, eigentlich müssten wir... Ja, Dick-Dri war klar, das gibt es so selten in dieser Höhle, deswegen. Dass wir das nicht so schnell fangen können. Ich glaube, ich bin bei 20 Minuten in der Folge jetzt. Wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach gerade kurz. Warte mal, wo sind wir hier? Fuhrkopf. Ach, wir sind weiter runter, ne? Ich will die Items vor allem noch einsammeln. Oh, hallo! Erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor als Lieblingsassistent. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten gehen wir dafür kurz ins Haus. Warte drin auf dich. Genau, bevor wir das jetzt machen, mache ich kurz eben noch die Route hier zu Ende, damit ich das auch erledigt habe. Und diese Items, die haben wir ja schon ziemlich am Anfang des Let's Plays. Ist das mir sind die aufgefallen? Ich werde aber sicher mit jedem Männchen quatschen, der hier rumrennt. Seht es mir bitte dann ein bisschen nach. Dann haben wir hier ein Item. Oh, ein Blattstein. Mit dem hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Und ein super Trank. Ja, der mit dem schon näher. So, dann haben wir das auch nicht. Ups, Pirapla. So, wir müssen jetzt... Ich will jetzt gerade ein männliches Nidoran noch schnell fangen. Ich will tatsächlich das Nidoking ins Team nehmen. Das kriegen wir hier nämlich auf der Route links gleich von uns. Und dann steht das Team. So. Ach, gib mir den Sack. Route 22. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis wir eins finden. Ich hoffe, das wird jetzt gleich relativ... Na, das Radfass möchte ich natürlich nicht haben hier. Habitak. Ist das ein weibliches oder ist das ein männliches? Ich glaube, es ist ein weibliches, oder? Ja.
so weit damit auch nicht. Die Frage ist, gibt es hier überhaupt welche Nidorans? Gut ist, die Pokémon laufen ja auch in der Umgebung rum und nicht unbedingt nur in dem Gras, sondern auch ein bisschen im. Das dürfte männliches sein, ne? Ah, leck mich doch, es ist ein weibliches, ich will ein männliches haben. Da ist ein männliches. Das möchte ich haben. Herzlich willkommen im Team, unser letztes Teammitglied. Nämlich Nidoran. Männlich. Weiß Level 3 und so, aber das wird eh relativ schnell leveln. Das wird eh relativ schnell leveln. Nidoran männlich wurde gefangen. Direkt Level mit den 27 gereicht Level 15. Nein. So, dann muss ich jetzt mal kurz das Team tauschen. So, dem Team hinzufügen. Gut, dann haben wir das zweite auch. So, wie nenne ich dieses Pokémon? Das ist natürlich jetzt die ganz, ganz große Frage. Wie nenne ich dieses Pokémon? Ich würde jetzt gerne nach einem männlichen Abonnenten benennen. Ach, Entschuldigung, dass ich ein bisschen müde bin. Wie nenne ich das Pokémon? Das ist jetzt eine große Frage. Ich möchte jetzt gerne. Ich muss mein Mobiltelefon holen. Ich muss gucken. Bin sofort zurück. 2 Minuten. So, liebe Leute, ich bin wieder da. So. So, jetzt muss ich natürlich auf meinen. Das ist nervt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist wahrscheinlich sogar das letzte Mal. Thank you.
So. Boah, das ist immer so unschlüssig. Ich werde es weiß, wie es nenne. Es wird der gute Sean. Ich nenne es Sean. Einfach Sean. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir nämlich. Blub. Und okay. Und jetzt haben wir einen. Unser letztes Teammitglied ist Nido King. So, damit steht das Team komplett. Und wir können natürlich jetzt noch uns sehr schnell das Ding da oben holen. Wenn ich unser kleiner Flo hier noch rumrennen würde. So. Es ist immer so unschlüssig, ne? Es ist immer so unschlüssig mit den Namen. Ja, bitte. Meine Teammitglieder wieder fit machen. So. Gut. Habe ich überhaupt einen Mondstein so nebenbei gerade? Sonst wird das eh schwierig werden. Kampftasche, Bonbonglas. Ketchup-Bonbons. Bin ich denn da ein bisschen stärker? Mondschein. Weil die müsste es doch eigentlich im Mondberg geben. Muss ich tatsächlich aufs Ganze nochmal einen Mondschein holen gehen oder weiter oder fangen auf den Suchen gehen? Hm. Na super. Aber ich vermute, es könnte sein, dass es auch in der Dings einen gibt. Auf der nächsten. Ja, Batterieleistung ist so. Ich muss auf jeden Fall nachher, wenn ich auch wieder ausgewählt bin, anfangen. Naja, wie macht's eigentlich? Muss ich dann. So. So. Muss ich das Ding laden? Darum ist es richtig. So, dann sind wir hier im Haus. Ah, da bist du ja. Da zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist nämlich gelungen, die geheime Technik Lichtflut zu meistern. Augenblick, ich dunkle mal eben den Raum ab.
So, das Dunkel sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde einsehen in meiner Umgebung, einmal tief durchatmen und jetzt flutet sich den Raum von meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du? Jetzt sieht es hier drin wieder hell aus. Aber das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das wirklich... Es funktioniert so. Ich bin Konzentration, kann ich die Umgebung spüren und von meinem geistigen Auge sehen. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe. Also auf dich. Pikachu! Huch, wenn mir dann Pikachu etwas sagen, dass es die geheime Technik am liebsten selbst erlernen würde. Wie bitte? Es hat die geheime Technik spaltet auch schon eine weitere erlernt? Da bin ich sprachlos. Professor Eich hat er zwar erwähnt, dass der Pikachu kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um ihm die geheime Technik beizubringen. Aber dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, kann losgehen, Pikachu. Jetzt heißt es Konzentration. Werde also mit deiner Umgebung einmal tief durchatmen. Und jetzt flutet den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Yeah, funktioniert. So, mein Pikachu ist unglaublich. Wunderbar. Ich hatte auch wieder fleißig geworfen von meiner eigenen Technik. Vergiss nicht, keine Techniken sind keine Attacken. Dein Pattern-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Gut, dann haben wir das soweit auch erledigt. Hey, hast du dir auch die Garmitek von Professor Eis als Trainer beibringen lassen? Hä, was? Er hat sie Duell an deiner Stelle beibringen? Der Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo ihr die Technik ausprobieren könnt. Wer soll ich dich hinbringen? Ja. Na dann, bring ich sie sofort hin. Cool, dann spart mir das nämlich ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt in der Tsuri City. Von hier aus geht es weiter Richtung Osten. Hier entlang. Lauf einfach mal weiter, bis du in den sogenannten Felsrunde reist. Da wird es stockdunkel, sage ich dir. Im Inneren des Felsrundes hilft dir die geheime Technik Lichtflut bestimmt weiter. Also dann, ich mache mich mal aus dem Staub. Tschüss. Gut, dann würde ich sagen, machen wir aber Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu. Und dann machen wir uns auf in Richtung den Felstunnel. Ne? Würde ich sagen. Gut. Bis dahin. Und auf Wiedersehen.